Hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück bei Kau mal hier zu unserem beliebten Format. Ja, oder bäh. Ja, und heute habe ich mal was in den Einkaufswagen gepackt. Was wird's wohl sein? Was wird's wohl sein? Als großer Fan von Cookies Ich seh's schon. habe ich hier Halloren Cookie Dough mitgebracht. Und die haben mich gleich, oder Cookie Dough Half-Baked Brownie, muss man noch dazu sagen. Und die haben mich ja gleich so ein bisschen angegrinst, weil Brownie, Cookie, Hatten wir das schon mal als also Schokoladentafel? es ist durchaus möglich, dass wir das mal, wir hatten ja schon mal diese Cookie Crisp Schokoladenteile. Das eine war ja auch, ich glaube, das eine war Chocolate Chip und das Genau. andere war so eine dunkle Sorte. Vielleicht war Es es das sogar. könnte durchaus das sein. Da bin ich gespannt. Und jetzt halt direkt wirklich in dieser kleinen, wie sagt man das? Praline. Pralinen, ja, Bergkuppen, Spitzen, Chocolate Mountain. Gedönsform. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Was hier öffnen und schließen. Ja, schön. Das jetzt hier. Geschlossen haben sie es schon mal irgendwann. Sehr vehement, wie es aussieht. Ja, also das ist wieder herrlich. Vor allem, das sind Anbruchkanten. Ich denke immer wieder an was ich vor Jahren mal gelesen habe. Frustfreie Verpackungen. Ja, ich meine, jetzt geht's, aber jetzt ist halt Aber schon es sieht halt jetzt auch scheiße die Verpackung schon aus. getötet. Naja, so, also, wenn man es Wie hier man aufmacht, sieht. ein schönes weißes Deckblatt und dann, ach herrlich, Oh, wirklich hübsch. wie die kleinen Nippel einen angrinsen hier. Schön, Mit schön. Chocolate Nibble. Riecht schön schokoladig schon. Ja, das riecht Also, so ein bisschen wie so ein Adventskalender früher. das So stimmt. Das Adventskalender-Schokolade. stimmt. Also, es ist auf jeden Fall sehr schön angeordnet. Sind im Prinzip 15 Stück drin. Ist eine schlechte Zahl, weil wir sind zwei Personen. Ist richtig. Also, es wird auf jeden Fall immer Streit um eins geben. Und ich schnapp mir jetzt erstmal den mittleren. Mittelnippel. Damit. Welchen nehme ich jetzt? Kampf der Symmetrie. Aber. Also auf jeden Fall eine sehr verschwenderische Packung, muss ich sagen. Es ist sehr viel. Also nicht, Durch die großen hier in der Mitte, dass ich ne? das jetzt übermäßig kritisieren würde, aber es gibt sicher Leute, die sich daran anstoßen. Sehr viel unnötiges Vor Plastik allen Dingen, und wenn wir das jetzt Raumverschwendung. mal so anschauen, die sind ungefähr so groß wie die normalen Halloren-Pralinen. Die normalen Halloren-Pralinen, das sind 12 Stück, glaube ich, in der Packung. Und die Packung ist ja aber nur halb so groß. Ja, also wenn man's das so guckt, da hätten Das locker noch stimmt. 5 bis 10 Stück mehr reingepasst. Theoretisch ja immer hier in die Zwischenstücken. Das wären ja Ja. dann hier nochmal 8 Stück auf jeden Fall. Richtig, also ja, kann man machen, aber es geht sicherlich auch besser. Aber was zählt, ist der Geschmack. Das ist im Endeffekt das Wichtigste. Und es riecht halt schon Genau, also gut. so ungefähr so 2,5 oder 2 Zentimeter hoch. Ja. Und genau, hier die Influencer-Hand. Ja, genau. Okay. Na dann, schauen wir mal. Es riecht auf jeden Fall gut. Es riecht irgendwie auch so ein bisschen nach Backkakao, also so einem herben Kakao eher, finde ich. Sehr weich in der Mitte. Haut mich jetzt noch nicht so vom Hocker. Also sie sind jetzt nicht süß, aber sie sind tatsächlich so ein bisschen kakaolastiger halt einfach. Also so ein bisschen herber. Ich kann es nur mit Backkakao vergleichen. Wenn ihr Backkakao benutzt zum Backen, müsst ihr ja eigentlich immer noch so die Zuckermenge ein bisschen erhöhen, wenn das Rezept normalerweise ohne den Kakao gemacht würde, zum Beispiel bei Keksen oder bei Biskuitboden, weil der Kakao an sich ja eine herbe Note hat. Und das Rezept sonst oft mal nicht mehr süß genug ist. Und genauso würde ich das hier jetzt auch einschätzen. Also die sind
vollkommen süß genug. Ja. Aber man schmeckt halt diese herbe Note von dem Backkakao raus. Aber es ist auch nicht der gleiche Geschmack wie bei einer Zartbitterschokolade. Ja. Das stimmt. Möchtest du noch eins, oder? Haben wir nicht. Dann tue ich jetzt erstmal zum Umdrehen das Schutzpäckchen drauf. Weil hier, das ist ja, was auch immer das. Oh, wundervoll. Ja, also so ein bisschen, man kann es hier so vorn reinklemmen. Aber ich würde es jetzt nicht empfehlen, da große Gewalteinwendung zu machen, wenn man es dreht, ohne es festzuhalten. Es ist auf jeden Fall in 15.000 Sprachen erklärt, was drin ist. Ungarisch, Schwedisch, Bulgarisch, Französisch, Englisch, Deutsch natürlich, Tschechisch. Ganz wichtig, auf der Schokoladenpackung jeweils noch der Hinweis auf das Instagram- und Facebook-Profil der Hallo ja. Schokoladenfabrik. Ach, hier ist sogar angegeben. Hier steht es drauf, dass 15 Stück drin sind. Und 145 Gramm wiegen diese 15 Nippel. Hm. Also, boah, eigentlich durchschnittlich. Weißt du noch, was es gekostet hat? Oh Gott, Geld. Nee, keine Ahnung. Deine Seele! Wahrscheinlich, nee. Also da kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Okay. Aber es... Ist auch schon wieder ein paar Monate her, dass wir das gekauft haben. Ne? Kennt ihr schon, so um die 2 noch was, 3 Euro, aber muss ich passen, also ja. Dann würde ich mal sagen, ich übergebe mal der Zutatencheckerin. Und, so, Praline mit Schoko-Rührkuchenteigfüllung. Ja, 45%. Also nicht ganz die Hälfte. Aber trotzdem aber ist okay. Aber es ist auch eine sehr stabile Schokohülle außenrum, muss man sagen. Ja. Gut, dann legen wir mal los. Also es ist Kakao enthalten. Mindestens 50% in der Zartbitterschokolade. Also es ist auch Zartbitterschokolade. Und Kakao mindestens 30% in der Vollmilchschokolade. Also es ist beides verarbeitet. Genau, jetzt kommen wir zu den Zutaten an sich. Zucker, Butter, 16% sind sogar hier Butter drin. Ist auch, glaube ich, eher ungewöhnlich, weil meistens wird ja irgend so ein billiges Fett verwendet. Also das wird wahrscheinlich dafür notwendig gewesen sein, dass der Teig vielleicht eine bestimmte Konsistenz hat. Ja. Kakaomasse und Kakaobutter sind enthalten. Vollmilchpulver, dann Weizenmehl, 4,5% für den Teig halt auch innen drin. Stark entöltes Kakaopulver, 4,5%. Da haben wir also wieder das Kakaopulver. Mhm. Also deswegen schmeckt es wahrscheinlich auch so danach. Glukosesirup, Zuckerrohrmelasse und Invertzuckersirup, also noch dreimal Zucker. Dann natürliches Aroma, für was auch immer. Als Emulgator ist Lecithin aus der Sonnenblume hier enthalten. Und dann ist noch ein bisschen Salz dran. Und natürlich wieder der Hinweise, dass es auch Spuren von Schalenfrüchten wie Mandeln, Haselnüssen sowie Erdnüssen und Soja enthalten kann. Genau. So, ja, kühl und trocken lagern, also es muss nicht in den Kühlschrank oder so, aber man sollte das halt schon, auch aufgrund dessen, dass es innen drin wahrscheinlich auch schon grundsätzlich so weich ist, ja, sollte es nicht zu warm gelagert werden. Ja, das stimmt. Jo, nicht schlecht, aber es fällt mir echt gerade schwer. Ich glaube, ich muss noch mal eins kosten. Das kostet noch mal eins, das zu benoten. Weil grundsätzlich... Ich habe mir mehr davon erhofft, muss ich ehrlich dazu sagen. Es ist per se nicht schlecht, es schmeckt schon gut, aber es ist jetzt nicht diese absolute Explosion der Glücksgefühle, wo ich dann sage, okay, das ist super, super, super lecker. Deswegen würde ich tatsächlich hier recht neutral rangehen. Es ist noch ein Yeah für mich. Aber also mehr wie 3 von 5 Punkten schafft es leider nicht, weil ich habe mir echt mehr davon erhofft. Ich habe gedacht, das schmeckt auch von der Bisskonsistenz her
Nicht ganz das, was ich erwartet habe. Also die Schokolade, die wir da hatten, habe ich deutlich besser in Erinnerung. Deswegen zwar ein Yeah, aber von mir eine 3,0 im Geschmack. Ich schwank so zwischen 3 und 3,5, muss ich sagen. Also es ist lecker. Noch ein zweites Mal kaufen würde ich es nicht. Ist aber, glaube ich, im Rück, also so im Gedankengang, ich weiß nicht, was ich damals bei der Schokolade gesagt habe, aber ich würde auch die Schokolade nicht nochmal kaufen, muss ich tatsächlich sagen. Das bei der Schokolade hat mich genau dasselbe schon gestört wie hier auch. Ich finde die Füllung viel zu weich. Ja, Also die genau. ist eigentlich, also es steht ja Rührteigkuchen, das ist richtig. Ich finde es aber schade, wenn man da so eine Füllung reinmacht, die man bei einem Kuchenteig rausgießen würde. Ja. Und die richtig flüssig wäre. Ich hätte da gerne eine Füllung drin, die eher ein bisschen wie so ein Keksteig ist, weil, Richtig. gut, es ist jetzt hier ein Brownie. Ein Brownie ist kein Keks, das ist richtig, deswegen ist Ja. es adäquat, dass das dünnflüssiger ist. Aber ich finde halt, dass die Füllung da immer so schnell sich im Mund zersetzt. Du hast die harte Schokolade und diese sehr, sehr flüssige Füllung, die sich dann beim Beißen mit dem Speichel so schnell vermischt, dass du die Ja, gar nicht so richtig wahrnimmst. richtig. Und dann hast du nur noch die Schokoladensticken im Mund und die Konsistenz von der Füllung, die Ja. zerfließt direkt. Und das finde ich ein bisschen schade. Da wäre es eben schön, wenn die doch eher so ein bisschen wie Keksteig-Konsistenz Richtig. hätte. Weil das Ding ist ja auch, wenn du zum Beispiel ein Eis mit Brownie-Stücken hast, ist es ja auch eher das Erlebnis, dass das Brownie-Stück eben doch ein bisschen härter ist. Ich meine, Und gut, das ist ne? da noch gefroren, aber Da, ich weiß, ja, was du aber meinst. trotzdem, Dass man das noch hier mit drauf beißen ist kann. richtig, das hier war sehr schmandartig, also einfach so. Das läuft dir eigentlich weg, bevor du es überhaupt richtig schmecken kannst. Richtig, Also man kann also. es eigentlich nur so machen, das ganze Ding aufbeißen, die Füllung rauslecken, dass du die richtig wahrnehmen kannst und dann den Rest essen. Dann kommt bestimmt wieder ein Kommentar, oh, da hat jemand was wieder ausgespuckt. Ja, genau so ungefähr. Nee, aber dann hättest Nein, du halt aber die Füllung ja, konzentrierter. Aber ist das ist richtig. irgendwie, ich habe das ja jetzt bei dem zweiten Stück probiert. Bloß dann habe ich reingebissen und das hat halt auch gar keine Stabilität dadurch, dass das Richtig. innen so weich ist. Du beißt rein und dann splittert die Schokolade und die Ja. Masse innen dran kann aber die Schokolade gar nicht richtig halten. Und dann hatte ich auf einmal so ein halb zermatschtes Stück in der Hand, wo ich jetzt auch nur noch mal kurz gucken konnte, ob ich an die Füllung so komme. Also es ist Ja. auch blöd. Nee, ist richtig. Also habe ich mir mehr davon erhofft, Ha. auf jeden Fall. Und wie gesagt, per se nicht schlecht. Auch wieder gut geeignet, um es irgendwo auf einer Party hinzustellen und verzehren zu lassen. Aber ansonsten so würde ich es mir jetzt auch selber nicht nochmal holen, denke ich Nee, mal. Nee. ich muss wirklich sagen, also wir haben ja jetzt schon diese Cookie Dough Schokolade gekostet, wir hatten jetzt das hier und ich habe vor einer längeren Zeit dachte ich auch schon mal, da gibt es noch eine zweite Sorte und ich glaube, die hatte ich auch schon mal. Das ist dann mit Cookie Dough eben. Ah. Und ist alles eine nette Spielerei. Aber ich muss wirklich sagen, die Original-Halloumi-Pralinen liegen bei mir immer noch ungeschlagen auf Platz 1. Also nicht nur der Originalgeschmack, auch die anderen Geschmäcker, die es da so gibt, aber die Konsistenz von den echten Halloumi ist halt einfach geil. Ja, das ist halt für viele Firmen, denke ich, schwierig. Die versuchen immer was Neues dann, aber die wahren Fans der Originale kriegst du meistens nicht vom Original weg. Das ist halt einfach so. Aber gut. Und was wir euch noch empfehlen können, Halloren kann man besuchen in Halle als Werksverkauf und als Studiotour, will ich jetzt sagen. Das stimmt aber nicht so richtig. Also die haben wie so ein Schokoladenmuseum noch mit dran. Das ist richtig interessant und da ist auch die größte Hallorenkugel der Welt ausgestellt. Die ist wirklich, ich glaube, die hat 2 Meter Durchmesser oder so. Das ist ein Riesenteil. Und ihr könnt eben dann auch so Bruch, sag ich mal, unten erwerben. Da gibt es dann so 300 oder 400 Gramm Beutel, wo dann halt immer Sorten rein, eine Sorte Halloren drin ist. Also das, wenn ihr dort mal in der Nähe seid, ist wirklich mal ein Ausflug wert. Das ist ganz cool gemacht. Ja. Sagt dort mal Hallore! Hallore. Ja, das ist doch ein Genau. gutes Schlusswort. Lasst uns gerne mal wissen, ob ihr auch Halloren so andere Sachen gut findet oder ob ihr eher auch lieber zum Original tendiert oder sowas. Und ja, dann würde ich sagen, lasst uns gerne ein Abo da, dann sehen wir uns definitiv wieder. Jo. Däumchen nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.